hier bleiben, werden wir abgeschnitten. Können wir die Brücke jetzt sprengen? Ich kümmere mich darum, Captain. Bleiben Sie, wo Sie sind und beruhigen Sie sich. Unsere Luftverteidigung ist wieder voll einsatzfähig und der Iwan schickt keine Hubschrauber mehr in das Gebiet. Und das alles dank Ihnen, Parker. Ausgezeichnet. Ja, danke, können wir noch später. Vielen Dank, Parker. Ich habe einen M60-Panzer bei meiner Kompanie, aber Sie brauchen ihn vermutlich mehr. Ich sage den Leuten, dass Sie jetzt das Kommando haben. Ah, danke. Immer Zeit hier. Oh, da kassieren die Russen aber böse. Oh ja, da haben die böse kassiert. Hm. Cool, kurz noch so eine noch drin. Letzter. So, den hab ich kostenlos bekommen. Ich brauche auf jeden Fall noch so ein, sowas. Es scheint, als würden die uns eine Verschnaufpause gönnen, Parker. Aber bleiben Sie wachsam. Ich wette, da kommt bald noch mehr auf uns zu. Parker, das hiesige Krankenhaus wurde noch nicht evakuiert und der Iwan kommt näher. Richten Sie dort einen Grenzbereich ein, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Webb muss den Brückenkopf so lange allein halten. Kein Problem, Colonel. Ja, ich hätte bestimmt eine gute Vorarbeit gemacht. In Ordnung, Sir. Tempo, Parker, die brauchen Ihre Hilfe. Viele Zivilisten werden nicht mehr rechtzeitig aus der Stadt kommen. Auf die Zivilisten werden harte Zeiten zukommen, Colonel. Ja, wir müssen so viele wie möglich evakuieren. Infanterie ist unterwegs. Sind unterwegs, Sir. Schnelle Fahrt. Sind mit Tempo unterwegs, Sir. Flak einhalten. Ja, Sir. Vulkan geht jetzt in Verteidigungsposition. Parker, der Iwan setzt an verschiedenen Stellen Luftlandetruppen ab, aber unsere Späher haben deren Sammelpunkte ausfindig gemacht. Feuern Sie auf diese Ziele, Lieutenant. Russische Luftlandeinfanterie gesichtet, Parker. Ist hinter unserer Position gelandet. Benutzen Sie Artillerie oder was immer Sie haben, Parker. Aber sorgen Sie dafür, dass sich der Iwan nicht organisiert, sonst werden wir es schwer haben, diese Brücke zu verteidigen. Fahren zu Koordinaten. Panzer ist kampffahren zu Koordinaten. Panzer ist bereit. Sir. Hier. Captain ist kampfbereit. Kettenfahrzeug ist unterwegs. Motor läuft. Sir. Feindliche Einheiten bei Ziel koordiniert sind gefallen. Rücken aus, Sir. Wir sind kampfbereit, Sir. Okay, wir sind da. Panzer ist kampfbereit. Wir sind kampfbereit, Sir. Mörserangriff. Wir sind kampfbereit, Sir. Der Trupp rennt da rein. Ja, Sir. Einsatz. Der andere Trupp rennt da rein. Hallo, da rein. Genau. Du bist dann Trupp 6. Gut, die Evakuierung läuft. Sichern und halten Sie die Position, bis sie abgeschlossen ist. Trupp 6 kommt durch den Tafel. Könnte deine Dienste hier mal bekommen. Sie haben sie in die Flucht geschlagen, Parker. Für das und jetzt weiter zum nächsten Ziel. Noch ein Sammelpunkt, an dem sie sich nicht mehr zusammenrotten können. Gut gemacht, Lieutenant. Das Haus rufe ich jetzt einfach so weg. So, Trupp 6 in der Luft davor. Genau ins Schwarze, Raketen, Parker. Raketen. Gut gemacht. Raketen und nochmal Raketen. Ja, scheiße. Fuck. Feind ist besiegt. Feindliches Ziel zerstört. Hab ich jetzt hier hinten alle? Feindliches Ziel zerstört. Nee, der Karte zeigt's mir. Ja. Okay, da kommt was hin. Und ja, hier hinten ist das so gut. Feind besiegt, Sir. Wo wollen Sie die Raketen haben? Feind ist im Kampf gefallen. Dalli, Leute. Gute Arbeit, Lieutenant. Sie haben uns wertvolle Zeit verschafft. Es wird Stunden dauern, bis sich die Luftlandetruppen organisiert haben. Es sind nicht mehr viele, Parker.
Sie machen das gut. Ich brauche auf jeden Fall wieder einen Jeep und können wir nehmen einfach nochmal einen leichten Panzer. Okay, so. Das war der letzte. Gut gemacht, Lieutenant. Eagle 6, Eagle 6 liegen unter schwerem Beschuss. Oh, überall ich muss dir wieder helfen, oder sieht was? Sieht aus wie die gesamte Sowjetarmee. Brauche sofort Verstärkung. Ruhig, Captain. Ich schicke Parker jetzt zu ihrer Position. Sobald er da ist, ich muss meine Truppen berühren, Leute. Hallo. Verstanden, Sir. Alter, der hat die müsste heftige Panzer dort stehen. Was hat denn Parker, da für Probleme? Webb wird vorübergehend das Kommando über ihre Truppen übernehmen, während Sie sämtliche Feuerunterstützung nutzen, den Angriff des Ivan zum Stillstand zu bringen. Die Luftwaffe wird die Brücke bombardieren, aber wir müssen sie halten, bis sie hier ist. Das ist schwere Luftunterstützung. Na komm. Nehmen wir gleich zwei. Ziele in diesem Gebiet zerstören. Öltanks, Tankstellen, Umspannwerke und sowas. Der Ivan mag Seattle erobert haben, aber wir werden es ihm trotzdem nicht leicht machen. Das hier. Parker! Wo zur Hölle sind Sie? Kommen Sie sofort hierher! Halt die Schnauze und chill die Base. Wow! Was für eine Explosion! Ja, toll, ich hab's nicht gesehen. So will ich das sehen, Parker! Verbrannte Erde! Zulu 9 verstanden. Schießen mit voller Wirkung. Over. Lieutenant, die Russen setzen alles ein, was sie haben. Fordern Sie sofort Feuerunterstützung an. Erstes Platoon hat es geschafft. Zweites Platoon, Abmarsch. Ausgezeichnet, Parker. Keine kostbaren Ressourcen für den Ivan. Roger. Das ist Wahnsinn! Wir müssen uns schneller zurückziehen! Hinter uns sind Tausende von Zivilisten, die zu fliehen versuchen. Wenn wir uns jetzt zurückziehen, geraten die mitten ins Feuer. Das wollen sie doch nicht, oder, Captain? Aber es sind zu viele! Ah, sie haben doch schon in größerer Unterzahl gekämpft, oder? Er hat recht, Bannon. Reißen Sie sich zusammen! Ich versuch's, Colonel. Lass dir das amerikanische Blei schmecken, du Bastard! Das zweite Platoon hat es rüber geschafft. Ich schicke jetzt das dritte. Angriff anfordern und in Deckung gehen, Parker. Wir schaffen das. Parker, Sie Trottel. Wir haben gerade eine Position verloren. Erobern Sie sie zurück. Sowjetische Streitkräfte sind im Grenzbereich. Genau, wenn du deine Truppen dort abziehst, kann ich sie auch zurückerobern, weil ich keine Truppen mehr habe. Es sind so gottverdammt viele. Wir brauchen alle Feuerunterstützung, die wir kriegen können, Parker. Und noch mehr, haben Sie verstanden? Bannon, over. Ich lasse schon Bomben, der mich ohne Ende auf die Erde. Packen wir schon, nehmen wir die Halsen an. Können wir nicht weiter. Können wir nicht weiter. So, na los, komm schon. Na. Haben wir noch was? Ich warte noch mal auf das da. Sehr okay. Okay. Das müssen nur in den letzten 10 Sekunden alle sterben. Also. Müssen wir keine weiteren Sachen mehr verbrauchen. Hier ist Bannon. Meine Leute sind alle drüben. Gut, sie sind wieder da. Los, Positionen um die Brücke beziehen. Also, die kommen jetzt noch weiter. Wir hätten früher abziehen sollen. Ruhe, Captain. B-52 sind im Anflug.
Sobald die Brücke weg ist, lassen wir uns zum nächsten Sammelpunkt zurückfallen. Achtung, Leute! Das ist ein heftiger Bomber. Bam! Brücke sprengen like a boss. Die Reparatur könnte eine Weile dauern, ja. Was ist das überhaupt? Das, mein Freund, ist ein tragbarer CD-Player. Tragbar? Ja. Ehrlich? Ja. Und wie ist der Sound? Ich würde es dir ja zeigen, aber die Batterien sind leer. Ich bräuchte ein paar neue. Achtung! Stecken Sie das weg, Soldat! Aber das ist von meiner Tochter, Sir. Los! Ich würde lieber ihn wegstecken, Cabron. Gottverdammte Irre. Mal sehen, ob uns jemand zum Sammelpunkt mitnimmt. Ja. Ich muss zum Haku. Tja, damals sind die Dinger halt rausgekommen. So, Leute, das war auch die dritte Folge. Ich habe natürlich wieder alles hier fein gemacht. Okay, na, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.